Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Ich habe es gestern nicht mehr geschafft, deswegen heute. Wir wollen den. Oh, hier ist er. Den HDMI. Da sieht man den, ja, ohne Kabel halt diesen Wi-Fi-HDMI-Switch. Adapter, wie man auch sagen möchte, anschließen und gucken, ob er funktioniert. Ich habe dafür schon vorbereitet, habe hier meine Uhr weggeräumt und alle drum und dran. Habe hier die Steckdosen rausgeholt. Ach, das ist der HDMI-Switch, der muss drinnen bleiben. War der falsche? Der kann raus, das ist nämlich Alexa, Blu-ray-Player an. Alexa? DVD-Player an? Ich hab doch Meros. Ist doch die Meros, oder? Das sind die Gozo. Nee, das ist die Meros. Smart Plug. Ach ja, das war ja, das wurde ausprogrammiert war. Oh, hier geht die Fernbedienung hingedonnert. Hier. Moment. So. Ich habe die jetzt mal gleich wieder benannt. Weil, warum die raus sind, ich habe keine Ahnung. So. Ich habe extra für die Variante entschieden, dass ihr seht, was ich hier wie anschließe und mit Strom. So, jetzt machen wir erstmal den. Ihr seht, dass hier praktisch hier ist schon Switch-Bild. Ich weiß auch gar nicht, ob die Switch dabei funktioniert, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob die auch in HDCP-Schutz hat oder so. So, dann versorgen wir den mal mit Strom. So. Einmal, so, hat Saft. Jetzt leuchtet es blau. So, dann nehmen wir uns die Switch. Die legen wir mal kurz flach. Ach. So, ziehen den HDMI raus. Na, nicht wegschwinden. Du brauchst, dich brauche ich hier noch später. So. Und machen. Oh, das wird knapp. Den HDMI rein. Na. Kruzifix und Türken. Ist der richtig? So, brauchen wir Taschenlampe. Ach, verkehrt rum. So rum kommt der rein. Das ist ja kurios. So. Taschenlampe aus. Jetzt haben wir den verbunden. So. Muss ich mal wieder aufrichten hier. So. Ich mach mal hier. Hier blinkt es jetzt. Der ist hier mit Strom verbunden. Jetzt ziehen wir den HDMI von der Switch hier raus. Machen das Gummibändle ab und machen das ab für Strom. So, dann geben wir ihm erstmal Strom. Jetzt leuchtet es schon mal blau. Und machen den HDMI rein. So, der ist jetzt drinne. Ah, wir haben ein Bild. Und wir haben von der Switch Bild. Also mit der Switch funktioniert's. Der kann ja auch 8K.
Also mit der Switch funktioniert es wunderbar. Habe ich ein Delay? Achso, müsste ich mal wieder anmachen. Na, geh doch an. Gedrückt halten, okay. Kein Delay. Also wirklich nicht. Also ich richte euch mal ein bisschen höher, damit ihr das seht. Ich mache euch mal ein Stück zurück, dass ihr den Fernseher sehen könnt und so und sehen könnt, was ich mache. Kein Delay. Jetzt ist die nächste Frage. Es kann 8K. Wenn es die Switch kann, kann es die Xbox vielleicht auch? Das werden wir einfach mal testen, würde ich sagen. So, die muss ich schon wieder laden. Die Switch ist... Grundsätzlich ist bei der Switch der Akku leer. Grundsätzlich. So, hier ist mein Controllerhalter für Switch. So, können wir hier... Hier steht dann halt der YouTube-Kanal, Ad und Support und die Versionsnummer. Wir sehen auch oben ein Zeichen, das verbunden ist. Click to Monitoring. Was passiert denn, wenn ich jetzt hier einfach mal raufklicke? Nix. Haben wir hier irgendwas? Können wir hier irgendwas drücken oder machen? Nee. Also ich denke mal, man wird dabei auch, hier sehen wir die SSID, PSK und die IP-Adresse. Und da oben das Logo. Die Webseite en.yeshua.cn. Also das funktioniert. Jetzt testen wir das einfach mal. Achso, wo ist denn der Elite-Controller? Den habe ich hier noch liegen gehabt. Ha. Weil ich mein Drachenspiel wieder gespielt hatte. So. Jetzt müssen wir erstmal die Switch abstöpseln, den originalen HDMI an die Switch wieder dran, hier oben durch die Lücke durch und die Switch wieder hinstellen. Mein Saints Row Spiel beiseite, Handy beiseite. So, und jetzt testen wir das mal. Die Xbox mal kurz flach legen. Das ist der HDMI. Den machen wir beiseite. Und machen wir den HDMI ran. So, jetzt bin ich mal gespannt. So. Was ist denn das? Konfiguration Xbox App. Ich will, was? Wieso Xbox App? So, jetzt bin ich mit Einrichten fertig. Ich habe keine Ahnung, was die Xbox von mir wollte, ehrlich gesagt. Ich habe auch gerade gar keine Fernbedienung hier. Nee, ich rede gerade mit meinem Video. So. Achso, falscher Knopf. Und wir gucken jetzt einfach mal, was der Fernseher sagt. Info. Wir haben hier 1080p mit 60 FPS. Jetzt in dem Moment. Und wir gehen mal unter Einstellungen und gucken mal, was die überhaupt kann jetzt. Anzeige und TV-Optionen. Auflösung. Ne, wir können nur 1080p machen. Warum? HDMI CEC an. Jetzt neu starten. So, und wir werden auch gleich die PlayStation 5 testen. Also schnell ist es, muss ich sagen. Also die Xbox geht jetzt aus, geht an, zack und schon wieder habt ihr Bild. Also jetzt schwarz, weil die Xbox gerade startet, da ist es. Also da kann man nicht meckern.
Auflösung geht nur das, das. Ihre Einrichtung unterstützt kein 4K Ultra HD. Okay, also 4K Ultra HD geht damit nicht. TV kalibrieren. Die Bilder kommen gut rüber. Also so ist jetzt kein Unterschied zu merken von vorher. So, was haben wir denn hier? Wir haben nur 24 pro Pixel, 8 Bit, Farbraum, Standard. Warte mal, was ist denn bei PC RGB? Trotzdem wechseln. Ja, auch das war schnell da. Zulassen. So. Mit Vorheizen, ja. So, dann jetzt testen wir mal die Xbox ganz normal. Ah, das ist dieser hier. Eins. So, jetzt müssen wir sie nochmal runternehmen hier. Und dann testen wir auch gleich mal die PlayStation. So, jetzt haben wir die Xbox wieder ganz normal. So, ich muss die wieder ein bisschen justieren, damit die schick drauf ist. So. Zwei? Auch nicht. Doch, zwei ist er. So, jetzt gucken wir mal. Ihr Fernseher unterstützt 4K. Ihr Fernseher unterstützt kein 4K mit 120 Hertz. Ja. So, okay. HDR-Kalibrierung. Weiter. Ja, das macht er jetzt alles. Ja, können wir durchseppen. Ich muss mir das sowieso alles wieder neu einstellen. Auflösung. Jetzt haben wir 4K. Hier wird es nämlich unterstützt. Ihr Fernseher unterstützt, also ihr TV unterstützt 4K, ihr TV unterstützt 4K 10 Bit 24 Hertz, 10 Bit 50 Hertz, 10 Bits 60 Hertz. Ihr Fernseher unterstützt HDR 10 Videos. Dolby Vision von Ihrem TV nicht unterstützt. Ihr Fernseher unterstützt die Aufzeichnung von 4K-Spiele-Clips und Screenshots. Ihr Fernseher unterstützt Aufzeichnung von 4K-Spiele-Clips und HDR-Spiele-Clips und Screenshots. Ihr Fernseher unterstützt HDR10 für Spiele. Setup unterstützt Dolby Vision für Spiele nicht. 120 Hertz werden von Ihrem TV-Konfiguration nicht unterstützt. Mit 120 FPS. Ja. Das war mir ja klar. Das ist Kalibrierung. Das ist auch Kalibrierung nochmal. Jetzt habe ich mich verdrückt. Videomodi. Hier haben wir alles ein. Dolby Vision zulassen ist grau. Dolby Vision for Gaming ist auch grau. Variable. Ja, das ist klar. Das geht alles nicht. Aber ja, 24 Hertz zulassen. Diese Einstellung ermöglicht Video-Apps die Aktualisierungsrate von 24. Ja, wir lassen einfach mal alles an hier. Es kann ruhig alles unterstützt werden. Qualität und Overlay. Was haben wir hier? Jetzt haben wir nämlich hier bis zu 36 Bits pro Pixel 12 Bit. Das wollen wir lassen. Wir können jetzt hier Standard empfohlen. Machen wir nicht PC RGB, machen wir Standard empfohlen.
was haben wir hier? Auto erkennen. DVI, HDMI. DVI hat er doch gar nicht. Manuelle Einstellung verwenden. Okay, das sieht kacke aus. So. Jetzt haben wir die Xbox auch wieder. Ich weiß auch nicht, Leute, was die jetzt hatte, warum die hier so rumgesponnen hat. Achte, noch was ist jetzt? Die hat ein Update gehabt. Aber das sagt gleich alles neu eingestellt werden muss. Drei Updates. So, jetzt sagen wir mal, dass wir die drei zulassen wollen. Ja, dann kann man das in Ruhe machen lassen. Jetzt testen wir mal. Den legen wir mal beiseite. Und jetzt nehmen wir uns mal den PlayStation-Controller. Schalten die PlayStation an. Müssen wir hier erstmal wieder umschalten. So. Weil die PlayStation ist ja jetzt im Menü, deswegen werde ich nur im Menü bleiben. Unter Einstellung habe ich ja eingestellt, dass die PlayStation im Menü auf 4K. Also das Menü soll 4K sein. So, wenn wir mal gucken, ob das so ist. Info. Das Menü ist 4K, also 3840 zu 2160 60p, HDMI, UHD Color, HDR und UHD, es steht ohne drunter, also HDR ist jetzt im Menü auch an. So, jetzt bin ich gespannt. Wenn ich jetzt hier den HDMI rausziehe, jetzt muss ich erstmal gucken, wo der HDMI war. So. Der muss auch, glaube ich, so angeschlossen werden. So. Hier ist der HDMI. Den ziehen wir raus. Und machen den anderen HDMI vorsichtig rein. Ich habe da Bilder gesehen von HDMI-Anschlüssen. Leute. So, und dann machen wir den auf 3. Da ist die Xbox 2, 3. Nee, ist auf 1 bei der Switch, glaube ich. Oder 4? 4. So. Und PlayStation-Bild haben wir jetzt auch, aber in 1080p. So, also das Menü ist jetzt in 1080p. Auch hier kein Delay oder irgendwas. System, HDMI, Geräteerkennung aktiviert, HDCP ist bei mir deaktiviert. Wenn ich aktiviere, bin ich mal gespannt. Selbst mit HDCP-Schutz funktioniert es. Okay, wir machen aber den HDCP-Schutz wieder aus. Den brauchen wir nicht, weil sonst könnte ich nicht streamen und nicht aufzeichnen. Ja, hier dauert es jetzt was länger, bis das Bild wieder da ist. So, Lautstärke 31 von 31. Also das Ding hat wohl auch eine separate Lautstärke. Aber ich habe auch keine Fernbedienung dafür. Also, oder kann man hier?
Nee. Ich habe gedacht, dass er hier vielleicht irgendwie, aber geht nicht. So, jetzt gucken wir mal nach Bildschirm. Bild und Video. So, testen. Das angeschlossene unterstützt 1400p nicht. So, jetzt gucken wir mal, was bei Info steht. So, RGB-Bereich. Wo ist denn hier Info? Weitere Infos? So. Nee, das wollen wir nicht. Auflösung. Okay, also hier wird auch nur... Das Kuriose ist, 1080i wird nicht unterstützt, 1080p wird unterstützt und 720p. Also 4K geht nicht. Das Bild sieht okay aus, obwohl bei der Xbox sah es über den Splitter ein Stück besser aus. Hier sehe ich bei den Farben und hier bei den Rändern so ein bisschen Schlieren. Und auch oben die Bilder, die sehen... Also das sah bei der Xbox ein bisschen besser aus. So. Jetzt können wir den wieder abmachen. So. Und machen den normalen HDMI wieder ran. Leute, wirkt da bloß nicht so dran rum. Ich weiß genau, wo der ist. So. Ich habe auch noch nie geschafft, ein HDMI-Kabel so zu zerwichsen, wie man es im Internet sieht, wie einige das machen. Also keine Ahnung, wie die das Leute das hingekriegt haben, das Ding so zu zerwichsen. Und nicht nur bei PS5, auch bei PS4. Also PS4 Pro und so. Also gruselig. So. Eins war die PS5, glaube ich. Oder war es auf 2? Nee, war auf 1. War auf 1, ja genau. So, jetzt gucken wir mal an. Hat die PlayStation das jetzt rechtzeitig erkannt, dass meine Einstellungen wieder hergestellt werden? Ja, es ist wieder 4K mit HDR. Und das Bild sieht wieder schärfer aus. Auch hier die Schatten. Auch hier oben die Bilder sehen wieder schärfer aus, ohne Schlieren. So, möchten Sie installierte Objekte löschen? Ja. Also für die Switch ist es okay, für PS5 kann ich es nicht empfehlen. PS5 ausschalten. Für Xbox im 1080p-Modus kann ich es empfehlen, da sah es gut aus. Aber bei der PlayStation, naja, also es ist ja auch eigentlich eher für einen Laptop gedacht. Oder für einen Blu-ray-Player, dass er halt Daten zum Beamer überträgt, dass man halt kein 3,50 Meter oder 5 Meter Kabel zur Decke machen muss, sondern einfach nur Sender und Empfänger und dann der Blu-ray-Player halt unten steht und dann halt hochfunkt. Und das macht's gut. Und der geht auch bis 4K, bis 8K. Also steht jedenfalls drauf. Oder nee, der nicht. Oder das war das doch, das andere Ding war doch 8K. Das andere Ding war doch 8K, der war doch nicht 8K, der war doch nur, der war auch glaube ich nur 4K. Moment, ich hole nochmal den Karton. So, dann können wir das nämlich wieder rückbauen. Ich werde auch demnächst nochmal ein neues Odin verkabelt Video machen. Da könnt ihr euch wieder drauf freuen. Aber da muss ich erstmal die Zeit finden. Weil das wird dann auch wieder ein 3-Stunden-Video oder sowas. Weil ich möchte die ganze, also alles abschieben und alles neu verkabeln. Audiokabel, HDMI-Kabel, Stromkabel, Steckdosen, alles. So, wo haben wir den Karton? Wo haben wir denn das Kartönsche? Hier ist das Kartönsche. So. Also der soll 4K Ultra HD können. Hat er jetzt aber nicht geschafft.
Und es kann nicht an meinem HDMI-Matrix liegen, weil, wie gesagt, das ist einer, der 4K, HD, 4K und HDR kann. Und ich habe ja jetzt 4K-Bild, auch jetzt hier bei der Xbox. Was habe ich jetzt hier? Ne, ist 1080p gerade. Aber ich glaube, das Menü der Xbox ist sowieso in 1080p. Nee, ist wieder umgestellt. Wieso ist denn wieder umgestellt? Was? Für Spiele und Apps ist ausgeschaltet. Gehen Sie zurück und wählen Sie Videomodi ADR10. HDR10 zu. Wieso ist denn das alles ausgewiesen jetzt? So, HDR10 zulassen, 4K zulassen. Diese Einstellung beinhaltet behalten, ja. Einstellung ermöglicht Spiele-Apps, ja. Aktivieren wir alles, was geht. Ist für die älteren Spiele teilweise auch besser, wenn wir die älteren Standards immer noch aktiviert lassen oder nicht aktiviert lassen, aber dass sie halt benutzt werden können. Ist ja nicht, dass sie jetzt benutzt werden, wenn wir die neuen Spiele spielen. So. Na, siehst du. Ja, also er schaltet 4K Gaming auch jetzt wieder alles an. Standard. Einige Apps für Rahmen, Bildschirm, App. So. So, gleich mal einen Neustart machen. Ja, also, es macht relativ, was es soll. Die Qualität jetzt vom Bild, muss ich sagen, die sah wirklich gut aus. Hätte ich jetzt so nicht gedacht, dass die so gut aussieht. Aber hier steht drauf 4K, aber bei der Xbox und bei der PS5 wird kein 4K, also unterstützt da kein 4K. Es kann sein, dass es einen Kopierschutz hat oder so. Ja, aber sonst, also 1080p hat er gemacht. Da muss ich dann nochmal meine 4K-Dings raussuchen und alles, wenn es hier alles wieder neu angeklemmt ist und mal gucken, vielleicht testen wir es nochmal mit einem Blu-ray-Player, ob es dann alles so funktioniert. Aber so hat er das gemacht. Und schnell, also ich bin jetzt, also über die Schnelligkeit bin ich jetzt wirklich erstaunt gewesen. Ich habe ihn angeschlossen und wir haben das blaue Bild gehabt, das sah auch sehr gut aus. Mit allen Informationen zur Firma, die wir uns brauchen, Support, wo wir Facebook, YouTube, wo wir die finden und so. Und dann haben wir das angesteckt oder die Gerät angemacht, zack, bumm, das Bild war da. Also da kann man, ehrlich gesagt, nicht meckern. Muss ich mal so sagen. Also die Übertragungsgeschwindigkeit war sehr gut. Auch dass ich habe auch mit dem Controller jetzt nicht wirklich ein Delay festgestellt. Zudem äh,
Ohne jetzt, wenn ich jetzt den Verteiler nicht dran hätte, also da habe ich keinen Unterschied festgestellt. Da hätte ich gedacht, dass es vielleicht so ein Mini-Ruckler ist oder so eine Millisekunde, dass halt ich drücke und wupp, dann erst rüber geht. Aber das ist ja wirklich zeitgleich mit meinem Drücken rüber gegangen. Also da war ich ein bisschen perplex. Das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Bildqualität, wie gesagt, hat mir auf der Switch sehr gut gefallen. Gut, die kann ja auch nur 1080p, aber selbst in 1080p-Modus auf der Xbox sah es gut aus. Was mir nicht gefallen hat, da war der 1080p-Modus der PS5. Das hat mir gar nicht gefallen. Das sah nicht gut aus. Das sah gar nicht gut aus. Da waren die kleinen Bilder hatten Schlieren, also auch die Buchstaben. Es sah undeutlich aus. Also das hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Also jetzt da jetzt hier sehen jetzt, aber so die anderen kann ich nicht meckern. Hä? Ach so, das wird oben. Ach so, ja, das wird hier oben drin gemacht. Ich versuche das alles wieder so zu verpacken, damit das halt platzsparend in den Schrank kann. Sonst ist es halt doof. Dann liegt das rum und dann fehlen halt wieder Kabel, irgendwas. Deswegen, das mag ich nicht so. Deswegen versuche ich das hier platzsparend alles wieder reinzubekommen. Aber das wird nie so gut gehen wie. Wenn es neu ist. Also wenn es hier zu euch kommt. Da ist immer Unterschiede. So. So, dann machen wir das noch umgedreht. Dann. Ah, das passt halbwegs. Naja, auch doch nicht. Naja. Ich verstehe das immer nicht. Man versucht es so gut wie möglich zu machen und trotzdem kriegt man das nie so eingepackt, wie es sein soll. Dass es halt irgendwie wieder halbwegs reinpasst. Ich verstehe nicht, wie die Firmen das verpacken können. Ja, die englischen Dinger brauche ich nicht, die nehmen nur Platz weg. So, das kommt alles wieder rein. Dann mache ich das jetzt alles in mein Schränklein rein. So, das soll es dazu jetzt aber auch gewesen sein. Na, komm. Ehrlich gesagt muss ich sagen, ich bin erstaunt. Also mein Endfazit ist, ich bin erstaunt, dass es so schnell, so reibungslos funktioniert hat. Auch mit den Konsolen. Vor allem mit der Xbox. Hier habe ich ja HDCP aus. Da war ich erstaunt, das ist gut. PlayStation-Bild hat mir nicht so gut gefallen. Xbox war gut, wie gesagt, Switch war gut. Reaktionszeit war gut, Ton war gut, also es hat das gemacht, was es machen soll. Sagen wir mal so. Aber mich wundert es halt, dass es bei der PlayStation so komisch aussah. Ach, jetzt habe ich gerade angemacht. Ach, leck mich doch am Arsch. So, aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich werde das auch demnächst jetzt, ich werde mal die Tage mitnehmen zum Kollegen und dann mal die Entfernung testen. Der hat nämlich eine große Halle und hat einen neuen Beamer. Und dann kann ich gleich mal die Entfernung testen. So auf die eine Seite von der Halle den Beamer und auf der anderen Seite den hier. Und dann, da sind auch Steckdosen zwischendurch, kann man sich so rantasten. Und dann mal gucken, wie weit der das schafft. Da bin ich auch mal gespannt. Da halte ich euch auch auf dem Laufenden, wenn es da was Neues gibt. Wenn das alles so klappt. Bis dahin erstmal Ahoi, sagt euer Odin.